Und von dort aus ist mir nun live zugeschaltet der WDR-Umweltexperte Lorenz Beckert. Ja, Herr Beckert, Nichtregierungsorganisationen, wir haben es eben gehört, haben den Weltklimagipfel vorzeitig verlassen. Bewirkt ein solcher Protest aus Ihrer Sicht in der Sache überhaupt etwas? Also in der Sache, was jetzt die Reduktion von Treibhausgasemissionen angeht oder auch nur in Hinsicht auf einen Klimavertrag 2015, sicher nicht. Das war ein ganz gezielter Warnschuss, so haben wir das hier zumindest erlebt, der die polnische Präsidentschaft treffen sollte und diesen Warschauer Klimagipfel, um klarzumachen, aus Sicht der Umweltorganisation macht es keinen Sinn mehr, als Feigenblatt hier bei den Verhandlungen dabei zu sein, sie zu kommentieren, Einfluss zu nehmen, weil ja offensichtlich, und das muss sich auch bestätigen, die polnische Präsidentschaft jetzt keine wirkliche Dynamik entfacht, keinen wirklichen Druck macht, um hier zu einem wirklich positiven Ergebnis zu kommen. Und dieser Gipfel ist ja auch gesponsert von Industriegruppen, nicht zuletzt von der polnischen Kohleindustrie. Parallel dazu hat ein Kohlegipfel stattgefunden. Also es finden ja eigentlich mehr Bremsklötze, befinden sich hier auf der Straße auf dem Weg nach Paris von Warschau aus. Und insofern, glaube ich, war es in diesem Moment gestern hier angemessen. Also es sollte ein Warnschuss sein, die Aktion der NGOs, und sollte aber nicht den Weltklimagipfel zum Scheitern bringen. Aus Ihrer Sicht, ist dieser denn gescheitert oder gibt es irgendwelche konkreten Hinweise darauf, dass wir es in Zukunft mit einem besseren Klima zu tun haben werden, gemeinschaftlich? Also im Grunde sind gemessen an dem, was eigentlich passieren müsste, was die Wissenschaft uns sagt, gemessen an dem berühmten 2-Grad-Ziel, das wir bis zum Ende des Jahrhunderts sozusagen nicht überschreiten wollen, sind die Gipfel der letzten Jahre alle gescheitert. Wenn man aber realpolitisch auf diese Gipfel schaut und guckt, was muss geschehen, damit 2015 in Paris ein sinnvolles Klimaabkommen irgendwie entsteht, dann ist dieser Gipfel nicht unbedingt gescheitert, aber doch weit hinter dem, was sein müsste, zurückgeblieben. Es wird heute Abend, vielleicht auch erst über die Nacht, morgen im Laufe des Tages, ein windelweiches Papier entstehen, voller Spiegelstriche und Klammern, das sowas wie die Grundlage, die Grundformulierung für einen Vertrag ist, der dann in 2015 verabschiedet werden könnte. Aber bei den ganz wesentlichen Dingen, da sind Finanzierungsfragen, die sind noch völlig offen. Und was absolut fehlt, ist sowas wie eine Roadmap, wie ein Fahrplan, in welchen Schritten man sich denn auf Paris zubewegen will. Besonders die Industrieländer China, aber auch Brasilien, also Schwellenländer, weigern sich zum Beispiel nach wie vor, konkrete Zahlen auf den Tisch zu legen, wie die EU und Deutschland das gemacht hat. Und Australien schickt auch erst gar keinen Minister zu dieser Veranstaltung. Nun, angesichts des enttäuschenden Verlaufs der Klimakonferenz in Warschau, aus Ihrer Sicht, Sie sagen, die Wissenschaftler sind sich einig. Anscheinend sind diese Warnschüsse aber bei den Politikern noch nicht angekommen. Wie erklären Sie sich das, dass es nach jedem Weltklimagipfel eigentlich keine Fortschritte gibt? Woran liegt das? Ja, zu einmal hat der Klimawandel ist nun mal an sich, dass die einen den Klimawandel erleiden müssen, und das sind überwiegend die Entwicklungsländer. Wenn wir jetzt nur mal als ein Beispiel an den Taifun, der über die Philippinen gewütet hat, denken, wobei immer klar ist, dass solche Einzelereignisse sich nicht direkt kausal auf den Klimawandel zurückführen lassen. Aber ein Zusammenhang wird nicht mehr bestritten, sondern eher vermutet und ist eher wahrscheinlich. Und auf der anderen Seite, die Verursacher des Klimawandels sind in den Industrieländern, und dort sind die Einschläge nicht so heftig und eher seltener. So ein Sturm wie Katrina über New Orleans zum Beispiel in den USA, der würde natürlich in den Industrieländern die Menschen stärker wachrütteln, wenn er öfters passieren würde. Oder denken wir an die Jahrhundertfluten, die im Abstand weniger Jahre über Sachsen und Sachsen-Anhalt herfallen. Aber insgesamt ist das eine Problem. Das andere ist der Prozess innerhalb der UNO mit den 194 Staaten. Das ist eine hochkomplizierte Weltdemokratie, und die ist nicht sehr geschaffen, um eine Dynamik zu entfalten. Denken wir an den Deutschen Bundestag, das sind 5 Parteien. Und hier haben wir es mit deutlich mehr Parteien, mit sehr weit auseinandergehenden Interessen zu tun. Und das ist sehr schwierig. Also mal eben die Welt retten, das hat auch auf dem Weltklimagipfel in Warschau in diesem Jahr anscheinend nicht funktioniert. Ganz herzlichen Dank für diese Einordnungen an Lorenz Beckert live aus Warschau.